Das konnte sie ja gar nicht wissen. Meine Mama hat mir das ja selber erst um 6:30 gesagt. Und das, wo ich mich ja eigentlich um 19.15 Uhr mit Maya verabredet hatte. Weil normalerweise ist meine Mama um 19 Uhr schon bei Ingrid immer, jeden Sonntag. Ja, aber die hat das irgendwie spitz bekommen. Deine ach so liebe Freundin hat mir diesen Kartoffelsack über den Kopf gezogen. Hat sie gar nicht, bitte glaub mir das. Junge, du hast dein Leben lang auf mich gehört und mir keine Widerworte gegeben, bis du diese Frau kennengelernt hast. Die hat einen ganz schlechten Einfluss auf dich. Diese Frau kann ich nicht akzeptieren. Ich kriege doch jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich dich mit dir, mit der da Händchen haltend herumstolzieren sehe. Dann würdest du ihn mal kriegen. Also wie auch immer, ich kann mir diese Frau gar nicht vorstellen, die sie akzeptieren könnten. Herr Petersen, Ihre Mutter hat ja auch deshalb Bedenken gegen Ihre Beziehung, gegen die Angeklagte. Das hat sie hier ganz deutlich auf den Punkt gebracht, weil Maya Fuchs sie ausnutze als Ersatzvater und Geldgeber, auch für die Kinder und für sich. Haben Sie das Gefühl schon je gehabt? Niemals. Maya hat mir ja sogar tolle Klamotten gekauft, damit ich fescher aussehe, wenn wir zusammen weggehen. Was ist denn nicht fesch an den Klamotten, die ich dir kaufe? Und wieso habe ich diese neuen Sachen nie gesehen? Weil er aus Angst vor Ihnen sich bei mir unten umzieht, bevor wir losgehen. So weit haben Sie ihn schon. Puh, mein Sohn ist ordentlich geraten und er musste nicht Pfandflaschen sammeln und betteln wie Ihre. Ach. Frau Fuchs, ist da was dran? Ist da irgendwas dran, dass Sie das zumindest dulden, dass Ihre Kinder betteln gehen? Nein, ich habe meinen Kindern bei einem Spaziergang mal erklärt, was die Leute mit den langen Stöcken in den Glascontainern stochern. Und dass sie im Mülleimer nach Pfandflaschen suchen, um sich noch was Geld dazu zu verdienen. Und das ist das Einzige, was ich ihnen gesagt habe. Haben die nicht ermuntert und gesagt, mach das doch auch? Bring mal ein bisschen was nach Hause. Nein, habe ich nicht. Das ist auch alles überhaupt kein Problem. Das einzige Problem, was wir haben, ist, dass die Staatsanwaltschaft nach wie vor davon ausgeht, dass Sie Frau Petersen eingesperrt haben, um ungestört ein Date mit ihm haben zu können. Leider übersieht der Staatsanwalt aber dabei, dass eben viel, viel mehr an diesem Date gelegen war als Ihnen. Das rafft er nicht. Wieso? Herr Petersen, mit wie vielen Damen hatten Sie denn, bevor Sie meine Mandantin kennengelernt haben, sexuelle Kontakte? Muss ich das jetzt sagen? Mein Junge war Jungfrau, bis er diese Frau da kennengelernt hat. Mama, das musste doch jetzt nicht sein, oder? Junge, du musst dich dafür nicht schämen. Du bist eben anständiger Mensch, der nicht mit jeder X-beliebigen in die Betten geht. Daran hättest du dir auch mal ein Beispiel nehmen sollen. Das dann sehst du jetzt Frau nicht Petersen. Da mit vier Kindern das und kein Vater. Ich brauche meine Mandantin nicht anzugreifen, also mit keiner Frau. Ne? Und das mit 40 Jahren, ist ja schade. Ne? Da geht, glaube ich, der ein oder andere schon mal über Leichen, ne? Um ein Date mit einer Frau haben zu können. Bis dann leider die Mutter dann doch zu früh reinkommt, nein, oder? Nein, Junge, was? Ich hätte dir nie was angetan, Mama. Bitte glaub mir das. Was ist denn los? Das sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Neben Ihnen sitzt schon die Richtige. Was erzählen Sie da für einen Unsinn? Das sehe ich anders. Und nach der Theorie der Verteidigung, Frau Vorsitzende, sollte er doch wirklich der Allerletzte sein, der seine angebetete erste Frau des Lebens auf der Anklagebank sitzen lässt, zu Unrecht, weil er selbst das Ganze veranstaltet hat. Ja, richtig. Kim war das nämlich, ihre beste Freundin. Weil die hat nämlich ein schlechtes Gewissen gehabt und hat dann so getan, als wenn sie Mama gefunden hätte. Noch Fragen an den Zeugen Petersen? Danke, nein. Dann setzen wir mit eben dieser Kim fort. Kim Albrecht, bitte. Herr Petersen, nehmen Sie bitte neben Ihrer Mutter Platz. Bleibt unvereidigt. Frau Albrecht, nehmen Sie bitte Platz. Frau Albrecht, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar, 55. Man kann aber immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Albrecht, Ihr Vorname ist Kim, Sie sind 23, wohnen aus Osnabrück. Was sind Sie vom Beruf? Friseuse. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Frau Albrecht, Sie haben am 11. Dezember 2011 auf die Kinder der Angeklagten, so auf die Kleineren jedenfalls aufgepasst, auf den Tristan und die Lorena. Wann hat die Angeklagte die beiden zu Ihnen gebracht? Ja, die Maya hat die Kleine so gegen 6 Uhr, 6:30 Uhr zu mir gebracht. Ja, da sie sich ja recht machen wollte, sie wollte sich schick machen, denn der Date war sehr wichtig für sie. Ja. Warum, wissen Sie das zufällig, war Ihrer Freundin dieses Treffen mit Herrn Petersen so wichtig gewesen? Ja, das war so eine Art Neuanfang, denn am Anfang, als die Maya zu uns gezogen ist, hat es ja zwischen die beiden gefunkt. Aber da die Hexe da hinten dazwischen funkte, hat es dann halt nicht geklappt. Dann hat die Maya halt gesagt, dass sie sich von denen fernhalten will.
Die Angeklagte hat ihre Kinder also, wie ich es richtig verstanden habe, spätestens um 18.30 Uhr jedenfalls bei Ihnen abgegeben gehabt. Abgeholt hat sie kurz nach 22.35 Uhr. Hatten Sie zwischendurch irgendwie noch Kontakt mit der Angeklagten? Nee, die war ja unten beim Friedrich. Ne? Und ich verstehe sowieso nicht, was sie an denen hat. Ich meine, ich würde den Mann nicht mal mit einer Zange anfassen. Das geht ja mal gar nicht. Er ist ja genauso ätzend wie die Mutter. Oh, Kim, du kennst Freddy nicht. Er ist nicht wie seine Mutter. Frau Elbrich, Sie sollten noch an dem Abend, haben Sie uns gerade erzählt, auf die Kinder aufpassen. Ne? Was haben Sie denn da um 22.30 Uhr überhaupt im Keller gemacht? Ja, wie gesagt, das war halt ein harter Tag für mich. Und die hat die Kinder zu mir nach Hause gebracht. Und ich habe gedacht, ja, okay, dann passe ich halt auf die Kinder auf. Und irgendwann wollten die Kinder halt Schokolade essen. Und ich habe dann halt daraufhin gesagt, nee, nach dem Zähneputzen darf man keine Schokoladen essen. Und dann haben wir uns einen Film zusammen angeguckt und ich bin irgendwann eingeschlafen. Und dann bin ich wieder aufgestanden. Dann habe ich gemerkt, dass die Kinder total mit dem Schokolade im ganzen Gesicht war. Ja, da habe ich das schon gemerkt. Um das herauszufinden, dass sie Schokolade gegessen haben, sind sie in den Keller gegangen oder wie? Ja, genau. Ich bin in den Keller gegangen, habe dann nachgeguckt und da war die ganze Schokolade von mir weg. Denn ich habe das im Keller versteckt, da ich ja noch auf Diät bin. Ne? Denn Abnehmen ist ja angesagt. Ne? Ja, ist immer angesagt. Ich kenne das Thema. Genau. Und als ich dann wieder hochgehen wollte, habe ich dann halt gehört, wie die alte Dame rumschreien war. Ob wie das denn, ja. Ja, genau. Und dann habe ich dann geguckt und dann... Entschuldigung. Was ist da so komisch dran? Ich fand das halt so lustig, dass sie einmal in ihrem Leben mal so hilflos saß und hat die ganze Zeit geschrien und Hilfe und hast du nicht gesehen? Ja, da habe ich direkt erstmal ein Foto davon gemacht. Ja. Das ist sehr lustig. Und die Fotos dann noch im ganzen Haus aufgehängt, dass alle sich über mich das Maul zerreißen. Die brauchen sich gar nicht das Maul über sie zu verreißen, denn sie müssen sich das mal vorstellen, die Alte ist so irre. Jedes Mal, wenn man die Mülltonne nicht, die Müllsachen nicht vernünftig einsortiert hat, dann klingelt die. Dann hat man vielleicht mal die Klamotten im Keller vergessen, da klingelt die Alte schon wieder. Die denkt ja, die wäre das Hausmeister im Haus oder was. Ich möchte eben in einem ordentlichen Haus wohnen. Das wollen wir nämlich auch und deswegen sollten Sie verschwinden. Frau Albrecht, Sie sind mit der Angeklagten befreundet, aber mit der Zeugin Petersen haben Sie ja so ihre Probleme, wenn ich das ja, verstanden habe. Warum denn nicht? Wie würden Sie das denn finden, ja, warum wenn, nicht? Wenn man sagen würde, Sie würden anschaffen gehen? Ich meine, sehe ich so aus, als ob ich anschaffen gehen würde? Aber wenn es dazu geht, wie im Taubenschlag, 2, 3 Männer an einem Wochenende, was soll man denn davon halten? Ja, deswegen muss man doch nicht die Polizei den lauten Sex direkt rufen. Ich meine, Sie müssen sich das vorstellen. Die rufen mindestens 14 Mal im Jahr die Grünen an oder beschwert sich 32 Mal im Jahr bei der Hausverwaltung. Die denkt, die ist wirklich der Hausmeister. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Die Polizei fährt mittlerweile in Blau vor, ja. Falls Sie die gemeint haben. Frau Albrecht, die Zeugin Petersen ist ja mit diesem Springseil gefesselt gewesen und mit diesem Sack hatte sie ja auch über den Kopf. Und nun hat der Sohn der Geschädigten gesagt, er hält es für möglich, dass sie das gewesen seien. Ist da was dran? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass er das sagt. Ich meine, wenn man bei so einer Irre aufwächst, ist das normal. Ne? Ja, da spinnt man ein bisschen. Der meint das vielleicht nicht so. Ist ja alles schön und gut, aber das ist nicht die Antwort auf die Frage der Vorsitzenden. Ne? Denn der Zeuge Petersen hat hier einen ganz überzeugenden Verdacht gegen Sie formuliert. Hören Sie mal, ich lasse mir das ganz bestimmt nicht an meinen Hintern hängen. Ja? Sie müssen sich das wirklich vorstellen. Ich sage das immer wieder. Diese Frau, die terrorisiert jeden. Erstens. Ich wohne direkt gegenüber von denen, ja. Die sagt den Sohn mit 40 Jahren, wann er zu duschen hat, wann er ins Bett zu gehen hat. Also es ist doch nicht mehr normal, oder? Nicht direkt. Ich könnte es sogar verstehen, wenn du deine Mutter vom Balkon schützen willst. Du hast doch garantiert deine Mutter selber in den Keller gesperrt. Das stimmt nicht. Du warst das, Kim. Eine Frage hätte ich noch. Also Sie haben ja gesagt, Tristan und Lorena, die haben sich dann, während Sie geschlafen haben, in den Keller begeben und haben da ihre Schokoladenvorräte dezimiert. Haben die hinterher irgendwas davon erzählt, dass sie da die Zeugin Petersen gesehen hätten oder die möglicherweise ein bisschen gekitzelt hätten?